Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu unserem Empire at War Canon Timeline Mod Let's Play hier auf Star Wars Basis Gaming. Und letzte Woche haben wir hier Carida mit dem Todesstern vernichtet, den wir da bekommen haben. Haben dann leider auch Alderaan verloren, was ein bisschen doof ist. Aber jetzt müssen wir hier auf Alderaan versuchen, uns zu verteidigen. Und so wie ich das sehe, wird es fast nicht möglich sein, weil wir hier Gambel Iblis haben, der uns angreift. Und wir hier alle mal Baracken haben. Ich mach das alles mal weg, da kann ich lieber das Geld für kriegen. Wir gucken mal rein auf Alderaan, aber ich glaube, das kann ich eigentlich autosolven, da ich da nicht gewinnen werde. Falls ihr hier jetzt gerade zum ersten Mal seid, dass eure erste Folge dieses Let's Plays ist, die ihr seht, guckt oben rechts in die Infokarte, da verlinke ich euch die ersten 6 Folgen, die ich schon gemacht habe, damit ihr von Anfang an gucken könnt. Und wenn ihr euch fragt, was das für ein Mod ist, den gibt es leider nicht auf Steam, aber der hat jemand von meiner Community, der Supreme Leader Dösbattle, hat diesen Mod quasi von einem anderen Mod mit sozusagen aufgebaut. Und ja, der ist ziemlich cool und den spiele ich hier. Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr Empire at War noch gar nicht habt, und das Spiel, also dieses Spiel hier, was ich gerade spiele, ist aus Empire at War, falls ihr das nicht habt und das spielen wollt, gibt es unten in der Videobeschreibung Links zu MMOGA, wo ihr Steam Keys zu vielen Spielen und auch zu Game Keys und so sehr, sehr günstig bekommt und eben auch zu Empire at War. Ich habe euch da Empire at War verlinkt und wenn ihr über meinen Link da reingeht, könnt ihr mich sogar noch unterstützen, wenn ihr das kauft. Dafür entstehen für euch keine größeren Eigenkosten, aber ja, ihr unterstützt mich halt damit und das hier sieht sehr schlecht aus. Und auf Steam gibt es das Spiel, gab es eine Zeit lang für 20 Euro und ich glaube mittlerweile vielleicht für 16 oder es war, gab es auf jeden Fall jetzt mal die letzte Woche für 16. Weiß nicht, ob es das immer noch gibt, dieses Angebot für 16, aber ich ziehe mich mal zurück. Und auf MMOGA kostet das halt irgendwas zwischen 9 und 11 Euro. Also falls ihr da mal reingucken wollt, guckt da mal rein. Und ich glaube, das hier kann ich fast schon auto-resolven, das wird nichts, ne. Da können wir uns die Zeit sparen, das haben wir eh verloren. Ach, ich fliehe noch? Okay. Mit dieser einen Truppe versuche ich noch zu fliehen. Wird eh nichts, weil die im Orbit sind. Aber das heißt, ich muss jetzt vermutlich mit meiner Flotte hier nach Alderaan und versuchen, das Ganze einzunehmen. Schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Das war nämlich auch eine relativ... Oh, cool, wir haben sogar einen Vernichter anscheinend. Das war eine relativ große Flotte, die das hier gemacht hat. Und Alderaan schon unsere Verteidigung hier auf sehr vielen Planeten aufreißt. Bau mal schnell noch. Haben wir nicht hier irgendwo noch normale Sternzerstörer? Kann ich keine Sternzerstörer mehr bauen? Keine normalen Sternzerstörer. Secutor-Class Sternzerstörer. Prokursator-Class. Ah, da. Imperial Star Destroyer. Nehme ich mal 2. Auf Rendili. Ich versuche einfach mal jetzt überall irgendwo 1, 2 Nemanern. Die hier, die 3 hatten wir ja zwar den Luftraum eingenommen, aber nicht wirklich. Den Bodenraum, das kommt später auch noch, aber jetzt gerade mache ich mir eher Sorgen um Alderaan. Und da uns das jetzt hier gehört, lasse ich das alles mal nach Carida reisen. Achso, Supreme Leader Dismodel hat mir eigentlich übrigens auch gesagt, dass hier auf Carida, wenn ich das eingenommen hätte, ich hier auch ziemlich geile Exklusiveinheiten hätte bauen können. Jetzt habe ich es zerstört, kann man leider nichts dran ändern. Und dann müssen wir jetzt gleich ganz schnell nach Alderaan reisen. Ich überlege gerade, bis da kommt keiner so direkt hin, das heißt, den hiervon kann ich nicht, wenn pausiert ist. Das ist auch sowas, was ich echt... Du kannst doch jetzt nicht über Alderaan fliegen. Ah, Mast. Jetzt habe ich schon. Auto-Resolve. Okay. Wie konnte ich denn jetzt... Ah, okay. Ich habe es nicht gewonnen, ich habe den einfach dahin geschickt, Auto-Resolven lassen, habe eine Fregatte zerstört und bin mit dem anscheinend wieder geflohen. Nicht schlecht, nehme ich gerne. Hier will ich auch ein paar Einheiten... Ach, das geht wieder nicht, wenn ich die... nehmen wir mal so. Und vielleicht noch die Akklamator-Kreuzer hier lassen. Das hier lassen und das hier lassen. Und die drei nehme ich dann mit zu meiner Flotte hier über Carida. Die können dahin... Ach so, ein bisschen was will ich auch hier lassen, ne? Lassen wir die mal hier und vielleicht doch noch so ein paar Venatoren und einen Venator ziehe ich hier rein.
Und ich glaube, dann sollte ich mal Alderaan angreifen, oder? Oder soll ich vorher noch was anderes machen? Noch eine Tech-Stufe kann ich gerade nicht bauen. Ich weiß auch gar nicht, sind wir schon in der letzten Tech-Stufe? Und ich habe gerade 208.000 Credits und unser Ziel ist natürlich hier, die Eclipse zu bauen für 375.000 Credits. Soll ich mal so einen Gravity Well? Brauche ich eigentlich nicht. Den Langstreckensensor habe ich schon. Ich brauche nochmal Sonnenteil hier. Und dann ist, glaube ich, erstmal alles geregelt, was ich regeln wollte, bevor ich mit meiner Flotte hier nach Alderaan fliege. Dann schauen wir uns mal dieses Gemetzel hier über Alderaan an, was jetzt kommen wird. Und ich bin am Überlegen, eigentlich wollte ich Alderaan nicht zerstören, aber da jetzt natürlich die Rebellen Alderaan haben, weiß ich nicht, ob die es nicht vielleicht doch verdient haben, ausradiert zu werden. Wenn sich ein Planet den Rebellen anschließt, dann müssen sie das Ganze befürchten und das müssen wir jetzt auch mal zeigen. Mit unserer Macht des Todessterns. Und da haben wir schon den Todesstern über Alderaan und einige Einheiten. Wir ziehen mal als allererstes vielleicht Thrawn rein, um uns anzugucken, was uns hier so bevorsteht. Die beiden Tartan-Patrouillenkreuzer können auch mal ein bisschen näher kommen. Und weil ihr mich kritisiert, dass ich nie mich genug auf die Jäger konzentriere, werde ich das jetzt versuchen, ein bisschen besser zu machen. Und hier auf das Zeichen zu klicken, heißt, die Jäger sollen sich einfach ihre eigenen Ziele suchen. Hier die Chiss-Jäger bitte auch. Was ist das hier? Was ist das hier? Lass mich dran. Der darf auch seine eigenen Ziele suchen. Und jetzt hier den Venator ein bisschen weiter reinschicken. Die beiden Victories näher reinschicken. Und hier ist ja nix. Keine Gegner, gar nichts. Haben die Sonnenschiss vor meinen Einheiten und meinem Todesstern? Ah ja, da ist ein Blue Driver. Alles klar. Dann gucken wir mal. Und ihr habt mich kritisiert, dass ich gerade auch große Einheiten viel zu nah ranhole. Achso, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon gesagt habe. Ich habe von Supreme Leader Dösbattle einen Patch bekommen für das Spiel. Dadurch leckt es jetzt leider ein bisschen mehr noch. Aber, wie ihr jetzt gleich sehen werdet, sehen die Einheiten wesentlich geiler aus. Die haben nämlich jetzt Texturen. Und ich glaube, ein oder zwei Einheiten sind neu dazugekommen, hat er mir geschrieben. Aber der Patch ist jetzt auch noch gar nicht öffentlich, soweit ich weiß. Also bis jetzt habe nur ich den. Sehr exklusiv. Vielen Dank dafür. Und was ich eigentlich sagen wollte hier, ihr habt mich kritisiert, dass ich meine großen Einheiten immer zu nah an den Gegnern ranhole. Denn wenn die aus dem Hyperraum kommen, sind die Schilde noch nicht offen. Und wenn ich dann beschossen werde, können sich die Schilde auch nicht öffnen. Deswegen soll ich die lieber weiter hinten reinholen. Was ist das da? Auch noch so ein Blue Driver. Alles klar. Dann ist das hier noch ein Supersternzerstörer, den ich jetzt mal hier, das dürfte auch außer Schussreichweite sein, hoffe ich mal, reinhole. Konzentrieren wir uns da mal auf den Blue Driver und wie gesagt, ich will nicht von euch angemeckert werden, deswegen hier meine, ach, Steuerung A, damit wähle ich alle Einheiten aus und dann kriegen die alle mal den Auftrag, sich Gegner zu suchen. Und meine Jäger, was mache ich mit meinen Jäger, meine Bomber meine ich? Schildgeneratoren würde ich ganz gerne ausschalten, ist die Frage. Nehmen wir uns mal hier den Blue Driver vor, da sind die Schildgeneratoren. Schildgenerator. Und ich weiß nicht, was meint ihr? Alderaan auslöschen, Alderaan nicht auslöschen. Wir haben jetzt hier den Todesstern. Wir machen es mal ein bisschen episch. Ich hole noch mal ein paar mehr Einheiten und dann können wir uns ansehen, wie hier Alderaan zerstört wird mit unserer Streitmacht. Und es leckt gerade wieder, die Spezialeinheiten sind ein bisschen, die brauchen ein bisschen, bis die dann geladen haben, nehme ich mal an. Hier ein paar mehr Venatoren für noch mehr Jäger und Bomber meinerseits. Und vielleicht noch ein Victory, ist nicht schlecht. Und mal eben kurz nochmal Pause machen und meinen Einheiten Angriffsziele hier geben, gerade meinen großen. Die sollen hier mal drauf feuern und dann bye bye Alderaan. Hoffentlich leckt es jetzt nicht zu sehr. Aber da scheint auch noch sehr viel geschossen zu werden. Das ist ja sehr interessant. Oh, oh, oh. Hoffentlich werden in der Zeit keine Einheiten von mir zerstört. Schießt doch jetzt, jawohl. Und das war's dann wohl mit Alderaan. Oha. Tja. Hätten sie sich besser überlegen sollen. Die hätten mal hier eine Revolte starten sollen, die Alderaaner. Und jetzt haben wir schon insgesamt drei Planeten zerstört. Halt Carida und Alderaan und irgendwo eins weiter östlich mit einem World Devastator.
So, was haben wir jetzt hier? Wir haben bei den Gegnern ein Droiden-Kontrollschiff und zwei Blue Driver und so eine etwas größere, weiß ich nicht, koreanischen Kreuzer. Da in der Mitte rechts neben der Raumstation. Ja, okay, so kann man jetzt noch hier in dieser Videosequenz ein bisschen sehen, dass die Texturen nicht 100% sind von dem Mandator und dem einen Sternzerstörer hier. Aber die sehen schon wesentlich cooler aus, als das Ganze hier ohne Texturen zu haben. Und was macht der Blue Driver hier? Sehr schön, der hat schon keine Schilde mehr. Haben meine Jäger das geschafft, die Schildgeneratoren von dem zu zerstören? Ich glaube, ich sehe die nicht mehr. Das wäre natürlich sehr, sehr gut. Was ist hier mit dem? Bei dem sehen die Schilde auch schwach aus. Ich hole mir nochmal den hier. Und die Venatoren, die ich hier habe. Achso, genau, das hatte ich auch letzte Folge gefragt, ob ich Venatoren sagen darf oder ob ich Venator-Sternzerstörer sagen muss. Im Plural. Und ihr meintet alle, dass Venatoren okay wäre, dass sich das richtig anhört. Das ist sehr schön. Nochmal kurz gucken, habe ich noch Jägerabwehr in Form von Tartan-Patrouillenkreuzern oder so? Sieht hier gerade nicht aus. Auf jeden Fall nicht, dass ich es finden würde. Oh, hier sind aber jede Menge Jäger noch. Die kriegen auch nochmal alle eine Ansage. Was ist mit den Bombern hier? Die können vielleicht mal auf die Station gehen, das wäre nicht schlecht. Was ist mit dem? Ja, der ist so unter Beschuss. Der hat es gleich nicht mehr. Und das Problem ist nur, man kann hier sehr schwer die Sachen von denen anvisieren, wenn da die ganzen Jäger drüber sind. Aber der Blue Driver ist gleich Schrott. Also da haben die Mon Calamari gleich ein Problem. Was ist hiermit? Kann der nochmal ein Stückchen näher rankommen? Hier der... Gott, wer ist das? Admiral Screed ist auch viel zu weit weg. Die dürfte auch mal ein bisschen näher. Der Sternzerstörer darf auch hier lang. Dann ist das Druiden-Kontrollschiff gleich weg. Meine Annihilator hat schon keine Schilde mehr. Interessant. Ja, der Blue Driver ist zerstört. Und dann kümmern wir uns mal um den nächsten. Die scheinen nämlich auch ordentlich Jäger rauszuspucken. Da habe ich nämlich keine Lust drauf. Ist mir zu viel. Guckt euch das mal an. Das sind viel zu viele Rebellenschiffe. Haben wir neue Jäger noch gekriegt? Ja, ein paar. Die dürfen auch nochmal ihre Gegner suchen. Die Tartan-Patrouillenkreuzer dürfen auch hier mit rein. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Hier sind sie. Da. Okay. Die Venatoren, das ist ja fast wie in den Klonkriegen gegen das Teil hier. Ja, der ist auch zerstört. Oder? Habe ich doch so... Ja, sehr schön. Die Station ist gleich Schrott. Ach. Ist ja einfacher, als ich dachte hier. Gegen die Alderaner. Was ist hier? Den Victory kann ich nochmal ein Stückchen weiter reinziehen. Den Admiral Screed können wir auch. Und dann haben die nur noch diesen einen Blue Driver und die Raumstation anscheinend. Und das dürfte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. Ich werde es trotzdem nicht auto-resolven. Das könnte noch ein Todesurteil für viele meiner Schiffe sein. Und da werde ich gerade angerufen. Da muss ich mal kurz eine Pause machen. So Leute, da sind wir wieder zurück. Ich musste mal kurz telefonieren, aber jetzt geht's weiter. Und, oh Gott, ich habe nach dem Telefonieren eine kurze Pause genommen. Mich mal kurz orientieren hier, aber stimmt, das hatten wir hier so gut wie erledigt, glaube ich. Da ist noch dieser Blue Driver, der jetzt gleich richtig, richtig Probleme kriegt, wenn hier zwei Supersternzerstörer auf den draufgehen und weitere Venatoren und normale Sternzerstörer, dann hat er gleich gar keine Chance mehr. Habe ich noch Jäger, die ich in Einsatz schicken kann? Ja, hier sind noch ein paar. Was ist hier? Das ist die ganze Gruppe, die schicke ich einfach mal. Ja, da wollen sie fliehen. Ich überlege gerade, habe ich noch irgendwo, waren hier noch irgendwo, ja, Interdiktorkreuzer. Damit können sie nicht mehr fliehen. Dann habe ich nämlich den Blue Driver hier definitiv auch noch ausgeschaltet und Verluste bei mir dürften gering ausfallen. Aber das ist dann definitiv ein Schiff, was sie sich nachkaufen müssen. Da habe ich keine Lust darauf, dass mir das demnächst nochmal begegnet. Habe ich hier noch irgendwo Bomber? Die dürfen hier auch noch drauf gehen und dann können wir hier mal ein bisschen schneller machen. Heilige. Was auch immer. Machen wir mal einmal hier eine Cam. Das sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus, wie unsere Schiffe jetzt hier den Blue Driver ziemlich fertig machen. Das sieht echt geil aus und die haben überhaupt gar keine Chance, die Rebellen. Ich bin mal gespannt, wie lange wir überhaupt noch brauchen, um die komplett aus der Galaxis zu drängen. Wahrscheinlich bin ich gerade ein bisschen übermütig und es wird noch was länger dauern. Der Blue Driver ist jetzt Schrott, dann ist mir das auch egal. Die Jäger können fliehen, wenn sie wollen.
Hier kann ich hier nicht. Haben sie das jetzt. Ups. Das wollte ich gar nicht. Okay. Ich habe irgendwie auf 0 und 1 gedrückt, was auch immer das jetzt bedeutet. Können die jetzt. Nee. Okay, die Rebellen wollen anscheinend nicht fliehen. Oder merken gar nicht, dass sie jetzt fliehen können. Aber das dürfte jetzt hier noch relativ kurz sein. Hier oben die noch vernichten. Und dann haben wir, glaube ich, gleich gewonnen. Die sind weg. Ja, jetzt wollen sie doch fliehen. Ich glaube, die haben eigentlich auch gar nichts mehr, womit sie fliehen können. Aber na gut, das auf jeden Fall gewonnen hier. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt was verloren haben. Oder was Wichtiges verloren vielleicht. Oh, 2 Victory. Okay, die kann ich nachkämpfen. Das ist nicht das Problem, solange kein großartiger Dings ist. Und der zeigt mir Alderaan immer noch so an. Das ist interessant, aber der gibt's definitiv kein Alderaan mehr. Also, so ist es jetzt nicht. Okay, ich weiß gar nicht, ich bin auf Tech-Stufe 5. Das dürfte dann jetzt meine letzte Tech-Stufe sein. Hatte ich hier mal bei der Outlaw Station nochmal geguckt. Was ist das hier? Ist das auch ein relativ kleiner Secutor? Dürfte relativ klein sein, glaube ich. Okay. Ich weiß nicht, was wollen wir jetzt machen? Jetzt ist so die Frage. Wollen wir hier weiter die Dings? Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich würde jetzt lieber hier die Planeten einnehmen und auf denen überall die Dings. Und warum ist das hier eigentlich aus? Das wollte ich doch anhaben. Das brauche ich nicht. Was war hiermit? Das brauche ich auch nicht. Das wäre vielleicht nicht schlecht, das zu haben. Dass ich hier dann mal auf Frost angreife. Und vorher vielleicht noch ab und zu ein paar neue Stationen und Schiffe in Auftrag gebe. Das war der normale Sternzeug. Oh, habe ich schon 2 in Auftrag. Egal. Je mehr, desto besser. Das kann ich gleich auch mal in Auftrag geben. Hier vielleicht noch eine bessere Raumstation. Und hier sind sie ja sowieso preisgünstiger. Da kann ich auch nochmal einen Secutor. Ein paar verschiedene Sachen. Dann werden die da alle gebaut. Hier bei der Outlaw Station baue ich auf jeden Fall auch nochmal so einen Carrier. Und was hatte ich hier eigentlich? Das war noch ein Mandator, ne? Allegiance Class Prototype. Das muss ich auch nochmal ausprobieren. Das habe ich, glaube ich, noch nicht. Hatten wir das schon mal? Weiß ich gar nicht. Aber ich will jetzt erstmal eine Bodenschlacht hier auf Frost. Mit den. Ah, okay. Da habe ich nichts gebaut. Keine Anlagen gebaut, mit denen ich Einheiten produzieren könnte. Die holen wir mal dahin. Den ATDP hiervon auch nochmal. Und gucken wir mal, wo waren denn. Hier hatten wir relativ den noch. Nochmal einen davon. Hier auf Kurt hatten wir auch noch ein paar, die ich bauen will. Dass wir einfach so ein bisschen Verstärkung zwischendurch haben. Hier sind auch alle meine Dingens fertig. Was ist hier mit Korulak? Was habe ich da alles drauf gebaut? Okay, da habe ich schon relativ gute Verteidigungsanlagen, aber da baue ich nochmal so eine größere Dings und vielleicht noch ein paar Panzer. Und dann. Der darf auch mit hier hinkommen. Warum hatte ich hier nochmal 2 Sternzerstörer? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Und hier die Helden, die dürfen eigentlich auch alle mal mit. Nach. Wo sammle ich sie? Hier. Dass ich hier Frost einnehme und dann meinen. Was ist das? Piet? Ja. Captain Piet. Mittlerweile müsste der schon Admiral Piet sein, aber gut, lassen wir mal durchgehen. Dass ich den dann mitnehmen kann. Diesmal nehme ich mal Bodeneinheiten und ich weiß, war es letzte Folge oder vorletzte Folge, hatte ich das schon angesprochen, da habe ich einen Bodenkampf gemacht mit einer meiner Flugeinheiten, habe die als allererstes reingezogen, aber dann war dieser Startkontrollpunkt quasi für mich nicht eingenommen. Und da hatte ich dann schon Angst, oha, die haben sich hier einiges aufgebaut. Da hatte ich dann schon Angst, dass ich keine anderen Leute spawnen kann und habe dann die Einheimischen genommen, um da den Kontrollpunkt einzunehmen, aber ich hätte auch einfach dieses eine Schiff da kann auch Grundeinheiten sozusagen spawnen lassen, dass die da runtergehen und jetzt laggt es. Ah gut. Okay, die haben zwar viele Gebäude gebaut, ja, die haben auch keine Produktionsanlagen, das heißt, die haben da nur einen, der die verteidigt. Hauen wir mal rein. Die gehen. Und dann, oh, da sind die schon direkt unter Beschuss. Und ihr habt mir gesagt, ich soll den Energiegenerator direkt ausschalten, dann sind die Turbolaser auch im Arsch.
Und das machen wir jetzt auch direkt. Ich vermute mal, dass der hier oben wahrscheinlich irgendwo ist. Oh cool, das ist auch neu, oder? Dass die damit kommen. Und ich hole mal auch direkt zur Not, falls mich hier irgendwas überfällt, die mit rein. Und dich schicke ich mal hier hin und dich mal hier hin, um den Schildgenerator zu suchen. Machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller. Und wenn dann die Turbolaser weg sind, dürfte das eigentlich schon entschieden sein, das Ganze hier. Ich glaube nicht, dass die hier großartig was machen können. Wo könnte der denn sein? Ist es das hier? Ja, da drin, gut. Den dürfte ich relativ schnell haben. Jetzt war den nicht ausgewählt. Kann ich den beschießen? Ja, den kann ich beschießen. Kannst du bitte... Kann ich den nicht auswählen? Doch, jetzt habe ich ihn ausgewählt. Gut. Damit sind jetzt auch die Turbolaser hin. Kann das sein, dass die Turbolaser jetzt nichts mehr machen können? Hier die Ionenkanone, die ist eigentlich egal erstmal. Eigentlich würde ich lieber... Was ist das? Ach, auch noch ein Turbolaser. Würde gerade ganz gerne erstmal lieber die Dingens finden. Wo ist denn das? Was? Ach nee, die hatten gar nichts, was Einheiten produziert, ne? Die hatten nur eine einzige Einheit. Die schicke ich mal auf Gegnersuche. Machen wir. Die schicke ich mal alle auf Gegnersuche. Und dann dürfte das hier relativ schnell zu Ende sein. Ich kann auch nochmal andere Helden mit reinziehen und die mitsuchen lassen, aber... Kann der suchen? Nee, aber den kann ich weiterschenken. Was mit dem? Das dürften wir hier relativ schnell jetzt dann doch haben, hoffentlich. Hier sind noch ein paar. Warte, hier habe ich einnehmen lassen, dann hole ich nochmal ein AT-DP ins Squad. Ja, wir haben gewonnen. Das ging ja einfach. Wenn jetzt die anderen Planeten auch alle so einfach sind, dann... Aber hallo. So. Zack, zack, zack. Kann ich nicht irgendwie mit Shift die... Nee, mit Steuerung? Irgendwie ging das, glaube ich, auch mal schneller, die Einheiten raufzuziehen. Und eine Kaserne baue ich und dann nochmal ein paar hiervon. Und dann können wir auch zum nächsten Planeten da direkt vorrücken. Einmal noch gucken. Gut, hier laufen die alle so weiter. Was mit Biss? Oh, Biss hat auch sehr coole Einheiten. Was ist mit Lufteinheiten? Ja, okay. Hier auf Kurt kann ich eigentlich noch... Ne, das ist Stufe 5, ne? Ja. Dann vielleicht noch das hier bauen. Und die Langstreckensensoren sind nicht schlecht. Was ist hier mit Ferost? Gibt mir jetzt plus 150. Was eigentlich hier? Habe ich hier? Okay, hier kann ich auf jeden Fall noch welche bauen. Dann verdiene ich da auch nochmal ein bisschen mehr. Hier eine Raumstation. Und hier habe ich dann jetzt auch schon alles voll unten. Okay. Dann ist das auch mein Planet jetzt. Und dann können wir theoretisch nach Itor. Ich hole mal die Einheiten von hier alle runter. Ich weiß nicht, konnte ich da angegriffen werden von irgendwem, obwohl eigentlich alles zu war? Irgendwie so war das, ne? Das sind Abrigado Re, da kann ich vielleicht nochmal... Was habe ich da bis jetzt drauf? Nee, das ist mir zu gefährlich, da noch eine Mine, falls ich da angegriffen werde. Da mache ich lieber so ein Geschütz. Und vielleicht hiervon noch einen. Fondor könnte ich auch mal einnehmen bald. Und dann da nochmal Shipyards, wie nennt sich das auf Deutsch, hier Werften hinbauen. Oh, bei Manan. Das ist doof. Der Planet gehört mir nämlich nicht. Das ist richtig doof. Gut, da muss ich dann... fliehen und dann gucken, dass ich hier mit meiner Flotte über Alderaan dahin komme. Gucken wir uns erstmal an, was die so zu bieten haben. Aber hier bin ich ja quasi dabei aufzuräumen und dann kann ich da, wenn ich dann das dahinter wieder eingenommen habe, bei Manan definitiv mehr Truppen stationieren. Beziehungsweise dann von da aus die nördliche Galaxie, den nördlichen Teil der Galaxie weiter einnehmen. Beginn. Wobei man hier auch sagt, oha, warum sind die denn jetzt direkt bei mir drin? Ha, Alter! Okay, wäre der Blue Driver nicht da gewesen, hätte ich gesagt, gut, das kriegen wir hin. Aber der Blue Driver ist da, wobei die haben alle keine Schilde, ne? Doch, der hat Schilder. Aber der hat keine Schilde, den kann ich noch mitnehmen, bevor ich fliehe. Den kann ich definitiv noch mitnehmen, bevor ich fliehe. Ich hoffe, das ist jetzt kein Todesurteil für die Sternzerstörer hier. Gerade die drei Großen sind mir wichtig. Der Victory jetzt nicht so sehr. Aber
Den kann ich dann definitiv was Größeres, ein größeres Schiff ziehen als die Mia. Deswegen mal schauen. Einmal kurz die Jäger in den Kampf schicken. Steuerung A, alle Jäger. Die Bomber können vielleicht hier angreifen. Und dann ist der schon im roten Bereich. Das ist richtig, richtig cool. Die Ionenkanone ist natürlich ein bisschen nervig von denen. Die haben auf dem Planeten anscheinend eine, die schießen kann. Aber damit habe ich den und dann fliehen. Dann konnte ich denen definitiv was Gutes ziehen, aber die hätten auf jeden Fall eine Übermacht, glaube ich. Da fliehe ich lieber, bevor die mich hier fertig machen. Ich weiß nicht, eigentlich läuft es gerade ganz gut für mich, aber da bin ich lieber vorsichtiger und behalte meine Truppen. Und dann, oha, doch noch ein Victory, Resurgent Class, Battlecruiser, Broadside Cruiser. Okay, schade, aber kann man nichts dran ändern. Oh, ist das mies. Die haben mir quasi gleichzeitig angegriffen. Aber hier habe ich jetzt unten die Dingens. Das ist ganz gut. Mal kurz irgendwas gucken, was vielleicht schnell noch gebaut werden kann. Die werden vielleicht... Nee. Kann ich das wegmachen? Das kann ich auf jeden Fall noch bauen. Ja, ist natürlich schade, ne? Die ganze Flotte flieht jetzt nach Kurulak. Und wenn die Rebellen das jetzt hier übernehmen, ist das mies. Aber durch mein Bodengeschütz kann ich da vielleicht sogar noch was reißen. Oder ist das nur... Ach, ist das gar nicht... Das ist Boden nach Boden. Ich weiß das gar nicht. Ich dachte immer, das Imperium hätte auch ein Geschütz für... hier, was vom Boden in den Weltraum schießen kann. Wie es auch die Rebellen mit ihrer Ionenkanone können. Und ich dachte, das wäre das. Vielleicht ist es das aber nicht. Dann habe ich einfach zu lange nicht mehr gespielt. Schauen wir mal. Beginn. Wird mir da jetzt was angezeigt oder nicht? Weil ohne das Geschütz bin ich... Ja, kein Geschütz. Dann habe ich hier keine Chance, absolut keine Chance. Muss ich das auto-resolven. Aber dann sind die Rebellen da, wenn meine... Ach, das ist echt doof. Wenn meine Dings antreten. Ja. Das ist richtig, richtig doof. Kann ich irgendwen da vorher noch... Nee, ich glaube, es schafft sonst keiner, vor denen bei Kurulak zu sein. Hier baue ich nochmal eine bessere Raumstation. Kann ich hier noch eine bessere Raumstation bauen? Sieht nicht danach aus, aber ich kann noch ein paar Einheiten vielleicht bauen. Hier noch eine bessere? Nein, hier kann... Ah, die wird gebaut, okay. Das ist echt doof. Und jetzt kommen die halt zeitverzögert rein. Das heißt, ich muss hier quasi zwei Schlachten schlagen. Und das sind meine... Da werde ich definitiv fliehen direkt. Und dann mal gucken, was so meine Sternzerstörer sagen. Aber das wird auch zu groß sein, die Streitmacht der Rebellen, für meine Sternzerstörer. Das ist irgendwie komisch. Wenn ich eine Folge anfange, habe ich meistens ein, zwei Schlachten, die ich sehr gut gewinne. Und dann, wenn es so Richtung Ende geht, greifen mich die Rebellen an und ich verliere wieder ein paar Sachen. Ja. Da fliehe ich direkt. Oh, warte, die kann ich reinschicken, aber um die vielleicht ein bisschen aufzuhalten. Alle Jäger bitte reinfliegen und die aufhalten. Und dann gucken wir mal jetzt gleich, dass wir hier fliehen können. Komm schon. Bisschen schneller machen. Und retreat. Es ist so doof, dass man die dann nicht mehr bewegen kann, aber das schaffen wir. Da haben wir keine Verluste. Gut, die TIE-Jäger und Piloten, aber... Wir sind das Imperium, das interessiert uns nicht. Und da kommt die nächste Schlacht. bei der ich wieder fliehen werde. Kann ich die... Die kann ich jetzt noch nicht, ne? Nee, schade. Schade. Muss ich mit dem. Aber ich... Will auf jeden Fall die Rebellen hier von Kurulak runtertreiben. Also da habe ich keine Lust... da noch Probleme zu kriegen mit denen... Das heißt, ich werde auf jeden Fall jetzt gleich noch meine große Flotte hierhin schicken. Mit denen werde ich fliehen auf jeden Fall. Kann ich mal wieder hier so wegschicken. Den Interceptor hinschicken und ein bisschen schneller machen. Alle Interceptors dahin und dann jetzt Retreat. Komm schon. Nicht meine...
Sind jetzt nur zwei geflohen, haben die es geschafft? Sind das Assis? Die haben es mit ihren Y übrigens noch geschafft, rechtzeitig die Engines von einem Sternzerstörer zu zerstören. Das ist richtig mies. Richtig, richtig mies. Und da jetzt hier Manan auch offen ist, habe ich ein bisschen Angst, dass die hier auch nach Ferost oder Itor wieder zurückkommen. Deswegen schicke ich die mal hierhin zurück und die hierhin. Und mach mal eben kurz Pause, hol hier auf jeden Fall noch so viele Schiffe, wie ich kriegen kann. Oh, was ist das denn? Das ist ja cool. Predator Class Star Destroyer, nice. Kauf ich mal. Und jetzt hier mit denen nach Korulak. Hopp, hopp. Verhält euch mal. Auch mit dem Sternzerstörer, mit dem Todesstern, aber Korulak ist definitiv kein Planet, den ich mit dem Todesstern zerstören möchte. Hab ich einen, ja. Da habe ich einen Venator drin. Und dann dürfte das doch hier jetzt kein Problem sein. Da muss ich nur noch später Manan wieder den Luftraum einnehmen und dann bin ich wieder etwas sicherer da oben. Könnte das jetzt mal hier laden, bitte? Jawohl, man muss nur nett bitten. Dann geht auch alles. So funktioniert alles im Leben anscheinend. Das wäre so schön, wenn der Todesstern jetzt hier drauf feiern könnte. Aber gut. Holen wir erstmal Thrawn, um mehr zu sehen. Und dann sorgen wir mal für massive Lags. Das ist immer ein bisschen schade, dass das dadurch so laggt, aber ich kann es verstehen. Das ist, dafür ist das Spiel halt eigentlich nicht ausgelegt worden. Und da habe ich ihn anscheinend zu einer... Ne, doch, ich habe volle Schilde. Das ist natürlich schön. Dann holen wir nochmal schnell den Screed hier rein. Terrenal Screed. Ah ja. Wenn das hier... Ja, das geht. Und dann... Was war das eigentlich? Den hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne? Haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Oh, das sieht aber ganz cool aus. Resurgent Class Battlecruiser. Wobei, ich glaube, das Modell ist eigentlich das von einem Gladiator Star Destroyer, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt holen wir den nochmal rein, so ein Stückchen hinter den beiden hier. Dann kann der von dieser Seite schießen und noch unsere Venator-Sternzerstörer. Oh, wir sind wahrscheinlich ein bisschen zu nah geraten, auf jeden Fall er. Oder? Ne, gut. Und mach mal kurz Pause, denn ich vergesse schon wieder mit den Jägern zu kämpfen. Die schicken wir rein und die Bomber hier schicken wir mal, ups, schicken wir mal, machen wir hier den Schildgenerator. Und dann die beiden Venatoren können hier auch den angreifen und der kann den da angreifen. Achso, die können auch natürlich hier mit ihrer Spezialfähigkeit arbeiten, nämlich auch, kann der hier beides hier auf den machen, kann er nicht, kann er doch. Gehen wir mal hier auf die Turbolaser-Batterie von dem und senden hier, wo ist er? Hä? Ich wollte Korulak nicht zerstören, was macht er? Ist Korulak jetzt zerstört worden? Was war das jetzt? Ich habe da nicht drauf geklickt. Warum? Ich wollte, nein, das war mein Planet, nein! Nein! Ich habe da doch nicht drauf geklickt. Das wollte ich nicht. Habe ich irgendwie auf den falschen Tastaturbefehl gedrückt oder so? Das ist jetzt echt... Das ist traurig. Das waren meine Menschen. Oder auch andere Spezies. Ich bin nicht rassistisch. Oder speziesistisch? Speziesistisch? Weiß nicht, wie man das nennt. Das ist echt... Das waren meine Leute. Meine Imperialen, ist das traurig. Naja, das Imperium wird weiter bestehen und dann alles andere ist auch nicht so wichtig. Aber dafür müssen die Rebellen jetzt bezahlen, dass nur wegen denen hier das schöne Korulak zerstört wurde. Was ist hier? Ich finde, die könnten jetzt mal langsam keine Lust mehr haben, die Rebellen. Also ich hätte an deren Stelle keine Lust mehr, hier zu kämpfen. Ich glaube nämlich, dass die das Haus hoch wieder verlieren werden. Machen wir mal ein bisschen schneller. Hier die Punktverteidigungstürme von dem sind zerstört. Diese hier Kreuzer wird bald zerstört sein und der Supersternzerstörer backt hier ein bisschen rum.
Aber nur ein bisschen, ein kleines bisschen. Ja, und da wollen sie fliehen. Nö, erlaube ich aber nicht. Will ich nicht. Ich will erst eure großen Dinger hier zerstören. Eure großen, wie nennen sich die? Raumschiffe. Damit hier Korolak wenigstens ein bisschen gerecht werden kann. Wo haben sie noch? Wer will noch? Wer hat noch nicht? Da noch? Der andere ist zerstört? Nee. Okay, dann gehe ich erst auf den. Da ist aber einer zerstört. Und der Mandator kann theoretisch auch auf den gehen erstmal. So. Der ist ziemlich arm dran und der auch. Das ist ganz gut. Ich habe ein paar Venatoren anscheinend verloren, ne? Hol ich den mal wieder rein. Alle Jäger nochmal suchen. Und 25 Bomber. Auf den lohnt sich nicht mehr. Auf den da setzen. Und dann haben wir das hier gleich auch schon. Also, ich habe meine Lektion gelernt. Der Todesstern kommt irgendwo in eine ganz andere Ecke. Und ich hole ihn nur raus, wenn ich den wirklich brauche. Ich will nicht noch einen meiner Planeten verlieren. Das war echt schade und traurig. Wirklich, wirklich traurig. Das wollte ich auf gar keinen Fall. So, wenn der jetzt zerstört ist, höre ich auf jeden Fall, sorge ich dafür, dass meine Interdiktoren aufhören. Und dann können die Rebellen jetzt von mir aus fliehen. Die paar Sternjäger interessieren mich nicht. Machen wir nochmal. Haben wir noch Jäger, die noch keine Ziele haben? Haben wir. Gut. Und dann können wir das ein bisschen schneller laufen lassen und dann dürften die eigentlich jetzt gleich bitte aufgeben und fliehen. Oder auch zerstört sein, ist mir egal. Was ist mit denen? Ihr könnt alle mal in die Richtung hier fliegen und den da angreifen. Oha, die Bomber dürften sich auch gerne auf die A-Wings. Ich denke mal so 24 Bomberstaffeln gegen eine A-Wing-Staffel dürfte auch funktionieren. Wir haben gesiegt. Naja, wie man es nimmt, ne? Also so. Wir haben einen unserer Planeten in die Luft gejagt. Ob das jetzt so siegreich war, muss man noch sehen. Aber als allererstes jetzt mal Todesstern. Bitte nach Ethan 2. Tschüss. Dich kann ich gerade nicht mehr gebrauchen. Oh Gott. Ja, und das kann ich auch auto-resolven. Die können mir nichts anhaben. So, und wenn dann jetzt die Raumstation hier gebaut ist, merke ich auch gerade, dass wir schon über eine halbe Stunde gespielt haben. Und hier, wo? Ithor? Über Ithor? Ja, da hatte ich mit gerechnet, also muss ich Ithor jetzt auch verlassen. Aber gut, damit endet diese Folge und in der nächsten Folge könnt ihr die Schlacht von Ithor beobachten und wie wir dann endlich Ithor und Manan entweder einnehmen oder dem Erdboden, dem Grund, was auch immer, gleich machen, zerstören, vernichten, die doofen Rebellen. Aber ich hoffe, euch hat diese Folge heute gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich mega freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und diesem Video ein Like gebt. Das hilft mir wirklich mega, mega weiter. Und damit wünsche ich euch noch allen einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, ein wunderschönes Wochenende. Und möge die Macht mit euch sein.